Es wurde noch nie so viel gejagt. Das sage ich dir. Wölfe werden verschont, aber der Rest wird gejagt. So, jetzt kümmere ich mich hier erstmal um den ganzen Scheiß hier. Was soll denn die Kacke? Hier, weg damit, hau ab hier. Mann, oh Mann. Jetzt hat er den Baum umgeschmissen. Was machst du denn hier? So, wo ist dein Fahrzeug? Ja, steig mal ab. Los, steigen Sie Da. ab. Ja, hier bin ich. So, komm mal mit. Ach so, ja. Die Dinger waren nämlich so gut wie ausgestorben, diese blauen Bären. Ja? Und du siehst, sie siedeln sich wieder an, weil wir hier ein klitzekleines Blaubeerfeld haben. Geil. Das ist geil. Ne? Habe ich mal so gemacht. Du ein, ich ein? Teamwork, mein Freund, Teamwork. Also, das war krass. Ja. Ich sag Das doch. war krass. Holst du den Kadaver oder? Ja, natürlich. Das ist mein Beruf, meine Berufung. Genau, du bist ja hier der Bogenschütze. Ja. Du machst daraus gleich was Schönes zu essen, Bitch. Naja, das mit dem schönen Essen machen wir erst, wenn wir die Küchenabteilung haben. Aber du siehst, diese Beerenbüsche, die konnte ich tatsächlich wieder in unsere Welt implementieren. Das haben wir hingekriegt. Bei den Tomaten, da hat mich die Natur richtig verarscht. Ja? Ja, dann müssen wir da wohl mal Machtwort hinterhergehen, sprechen. oder? Ja. Ja, hier die Bäume sind natürlich auch Mörder im Weg. Die können später mal weg. Hallo? Da rechts der Elch. Wo ist rechts? Ach, Scheiße. Danke. Ich habe aber heute Danke. kein Zielwasser getrunken. Ja, du hast den ersten Schuss getroffen, alles gut. So. Den anderen Wolf hast du auch, ne? Ja, hier ist nichts mehr, hier lebt nichts mehr. So, ja, du Ja, aber kannst. die Wölfe, die helfen uns doch. Die müssen doch mittöten. Das tun die ja eben nicht. Ich habe hier noch keinen Wolf helfen sehen. Es ist noch keiner angekommen und hat gesagt, ah, kann ich nicht mal mithelfen oder so. So. Ja, hier können wir weitermachen und du könntest dir, wenn du möchtest, Ja, ich höre hier zu. jetzt schon mal einen Regalschrank und ein Bücherregal herstellen. Ein Regalschrank oder ein Das Bücherregal? macht man hier an der Säge, ne? Na, er ist natürlich wieder hinter dem Bison her, der arme Bison. Warum rechnen zwei Schüsse nicht? Weil das ein Bison Alter. ist. Da braucht ich jetzt vier Schüsse für. Was ist das denn? Das ist ein fettes Viech. Denn davon gibt es richtig viele hier. Scheiße, der ist abgedriftet. Wer, der Den kriegen Bison? wir! Welcher Was ist denn von... hier los? Nicht mit uns! Hey, bleib doch mal stehen, du blöder Hase. Der nächste. Ups, da war ein Rebhuhn im Weg. Wo ist denn das? Der nächste. Wo ist denn das Rebhuhn? Rebhuhn? Alter, wo habe ich das denn hingeschossen? Rebhuhn? Ich hab kein Dings mehr, kein Pfeil. Machen fertig. Hier ist Wen? er. Wo? Wer? Was? Hier der Hä? Bison. Ich sehe dich Ich hab nicht. keinen Pfeil mehr. Hier. Er kommt jetzt hoch. Mach ihn fertig. Wen? Ja. Ich bin so stolz auf dich. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Ich bin ein Kommentator. Es steht 3:0 für Fusselküken. Er rennt dem Bison hinterher. Mit dem Pfeil im Anschlag. Schießt. Das war ein Schuss gleich Robin Hood in den Hintern. Genau. Wunderbar. Geile Leistung. Geiler Schuss. Aus nächster Nähe.
trifft er ihn in den Kopf. Fuselito rennt hinterher. Er lässt nicht locker. Er hat die Ausdauer eines Usain Bolt und holt sich den Bison. Reicht das jetzt hier an Bisons, oder? Ja, um für die kurzzeitige... Ja, die können ja sowieso wieder... Genau. Wahrscheinlich total redundant, was wir jetzt gemacht haben. Ach, aber scheiß drauf. Weißt du, wie viel Fleisch wir da rausziehen? Ja, das ist das Gruselige halt, ne? Dieses Verhältnis. Ja. Wenn man sagt, du musst zwei Bisons killen, damit wir beide irgendwie ein bisschen was zum Essen haben. Aber nee, du tötest einen Bison und hast dafür für 2 Jahre hier Fleisch, ne? Eben. Weil wir ja auch nichts essen, ne? Naja, und das hier war halt meine Spielwiese. Hier habe ich die Sachen angepflanzt. Und wir haben hier zum Beispiel auch wieder heimisch die komische Präriezwiebel. Oh, selbst meine Tomatenidee hat ja dann echt doch funktioniert. Ja, sammeln und anbauen. Komm, dann machen wir hier keine halben Dinger. Weil du erkennst hier dran, ne? Hier habe ich gepflanzt. So, und das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Dann bauen wir hier einfach nochmal wieder was an. Zack, zack. So. Und die hier zum Beispiel ist wild. Die würde ich jetzt wachsen lassen. Ja. Ja, kannst du nicht, wenn du eine erntest, irgendwie daraus 5 neue anpflanzen? Ja, ich habe aus 2 gesammelten habe ich 3 Samen bekommen. Und hier vorne habe ich ja wieder 2 angepflanzt. Ja, okay. Und die die haben aber nur 26% Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise 43% Wahrscheinlichkeit. Da kannst du den anderen hinbauen. Ja, das ist keine gute Geschichte hier. Ja, dann. Aber okay, komm. Wo ist denn mein Feld? Sag mal, bin ich bescheuert? Nein, du nicht. Da hinten, da. Guck mal. Hier, die Präriezwiebel ist wieder heimisch geworden. Cool, oder? Ja, geil. Ja, richtig gut, klar. Ja, das ist eine Präriezwiebel. Das hält jetzt seit einer Woche, ist das hier. 83%. 82, okay. Und hier waren es über 91. Ja, perfekt. Und die gliedert sich jetzt hier wieder aus. Wir hatten so gut wie keine mehr. Die war komplett ausgestorben, ne? Okay. Haben wir denn noch genug Tomaten-Seeds oder sind davon auch alle... Also die Tomate macht mir am meisten Probleme, weil ich hatte hier hinten ein Feld, als ich das bestellt hatte, da sagte der mir mit fast 99% Wahrscheinlichkeit, das war der eigentlich ideale Standort. Und dann habe ich mich, die wächst glaube ich 19 Stunden, die Tomate, da habe ich mich nach 16 Stunden eingeloggt, da waren die alle verdorrt, weil sich die Natur komplett verändert hatte. Der Standort war plötzlich völlig ungeeignet. Ich denke so... Komm mich an. Ja. Hast du daneben gekackt? Nein, ich habe definitiv mich immer sorgfältig um alles gekümmert. Warum guckst du weg? Du hast dich sogar weggedreht. War gelogen. Ich guck dir jetzt in die Jetzt guckst Augen. Du mich an. Jetzt ja. guckst du mich an. Mhm. Also sag mir das nochmal. Warst du da? Du hast schon wieder weggedreht. Warst du das? Warum guckst du mich nicht an? Du guckst an mir vorbei. Das ist psychologische Kriegsführung, mein Freund. Ich habe jetzt guckst Bogen du mir in den Ausschnitt. In den Ausschnitt. Jetzt guckst du mich an. Sag mal, bist du nicht normalerweise viel behaarter? Ja. So, siehst du. Boah, die Zuschauer müssen auch denken, wir liegen die ganze Zeit nackt nebeneinander. Machen wir doch gerade. Oh ja, stimmt. Ups. So. Ja, soviel zu dem Thema. Ups. Ja, dann haben wir ja heute schon viel geschafft und wenig gezeigt. Mhm, genau. Was ist denn mit dieser blöden Kiste hier? Da sind Steinrampen drin. Können wir die nicht woanders hinstellen? Ich müsste mal hier Platz zum Drehen haben. Ja, die Kiste ist hier elementar wichtig. Elementar. Ja. Nee, vielleicht kannst du jetzt einfach mal aus dem Dreh erzählen, was wir beide jetzt heute machen. Das weiß ich nicht, weil ich bin ja der Meinung, ich habe ganz viel schon getan. Und du machst gar nichts mehr. Richtig, weil ich mache hier die ganze Zeit, weißt du, rette die Natur. Und das Einzige, was du machst, ist, scheiße, alles langweilig, dummer Mist. Ich hatte dir ja geschrieben, was wir noch so tun können. Und ich hatte eigentlich gehofft, ja, dass du dir was aussuchst. Ja, das ist schon der Fehler. Das weißt ja, ich weiß. Das weißt du einfach ganz genau. Ich hatte ja nur gehofft, dass du vielleicht, weißt du, eine Idee hast und sagst, komm, wir machen heute. Also, was wir machen müssen... Wie produziert man nochmal Plant Fibers? Plant Fibers? Schneidet man dafür nicht einfach nur dunkles Gras? Fishery Shred
Kelp, Receive. Digga, ich. Ach, ein Bogen. Ach, bin ich ein Troll. Egal, erzähl du, was du erzählen wolltest. Ich quatsch weiter irgendeinen Blödsinn. Also. In die Kiste außen habe ich dir mal Plant Fibers gelegt. Bitte sehr. Ja, brauche ich überhaupt nicht, aber erzähl einfach mal. Wegen des Bettes brauchen wir Stoff. Stoff ist fertig, muss ich nur Stoff hier rüberschleppen. Dann können wir beide nämlich schönes Stoffbett machen. Mhm. Wenn deine Freundin chillen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei. Ich komme nicht hier allein, denn ich habe Stoff. Und Schnaps. Ich habe Stoff. Und Schnaps. So, das Niveau ist dann ja auch wieder schön im Arsch. Perfekt. Ja, da wo es hingehört. Du wirst mit meiner Freundin bestimmt keine Drogen machen. Machen? Nehmen, wenn. Nein. Was machen wir denn mit diesen verkackten Bäumen hier? Schlagen wir nur die Äste ab oder machen wir die ganzen Bäume ja, kaputt? Ja, nee, weil da kommt da wieder ein neuer Baum und so ist der Baum wenigstens. Der ist einfach weg, weißt du? Arschbaum hier. Dann ist nur, wenigstens nur der Ast weg. Hau ab da. Ja. Ja, und dann ist in der Hektik der letzten Folge ein, Scheiße. Ah, ich will nicht sagen Fehler passiert, ne? Aber ich habe die, wie soll ich das sagen? Ich habe die Raffinerie ungünstig gesetzt. Ja. Was machst du denn da? Das. Ich will hier alles ordentlich haben. Au. So. Ja, auf den Kopf, du. Okay. Ja, dann komm. Ja, und das Geile ist, wir können natürlich jetzt hier auch alles abtransportieren, ne? Könnten wir. Sollen wir auch? Nö, brauchen wir ja noch nicht. Aua! Ich wusste, wir werden sofort einen Unfall bauen. Ja, was ist das denn auch für eine komische Aktion von dir? Ja, einfach. Hallo? Haben wir die Straßen eigentlich so schmal gebaut? Bist du sicher, dass wir 6er-Breite brauchen? Boah, ich finde 6er-Breite. Fahren Sie doch mal! Ehrlich, du kriegst demnächst ein W als Kennzeichen. Das ist unmöglich. Ich bin aufgesetzt. Motorschaden. Ja, brauchst du einen neuen. Ich fahr besoffen. Das beruhigt mich. Das ist gar nicht so einfach, ne? Die haben nämlich einen Wendekreis wie... Weiß ich auch nicht. Ja. Das sieht echt aus, als ob du betrunken fährst. Ich krieg ihn hier rein. Ehrlich. Wunderbar. Richtig schön. Alter, wunderbar. Perfekt so. Eingeparkt, oder? Ja. So. Ja. Da passt kein Charme mehr vorbei hier. Ja, super. Da könntest du noch dran vorbeituckern. Warst du eigentlich schon mal bei unserer Ölplattform? Digga, wo? Ich weiß ja nicht mal, wo die ist. Ja, das ist, weil du in der letzten Folge einfach aufgehört hast, mitzudenken. Folgst du mir? Ja. Gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja. Nee, da habe ich, weißt du, normalerweise gehst du ja so je heller, umso besser, ne? Bei Öl ist das natürlich genau entgegengesetzt. Macht Sinn. Natürlich. Du, wenn man mal so guckt, hier gibt's kaum Tiere, oder? Was, Tiere? Das einzige Tier, was ich dir sehe, bist du. Ja, aber was ein Tier? Hm? Nein, das ist ein Teil von mir, den du da als Schlange bezeichnest. Ach. Ich hatte die Hose nicht ganz zu. Ach so. Ja. Das ist das, was so nach Fisch riecht, so ein bisschen wie... Ja, Lachs, ne? Ja, wie so eine fette alte Makrele, so richtig ekelhaft. Ja. Ja. So, hier ist übrigens ein Reisfeld, wie du siehst. Salzen. Die Makrele, ja, ja. Und hier ist Raffinerie und die muss hier weg. Die ist natürlich hier völlig bescheuert aufgestellt. Ich hatte das auch so im Urin. Ich dachte mir, warum soll denn einer der höchsten Punkte der beste Erdöllieferant sein? Das ist doch dumm Zeug. Aber gut, ich wollte endlich fertig werden und habe dann... vergessen, mal nachzudenken. Hier ist der schlechteste Standort für eine Ölraffinerie und eine aber hier ist wirklich der allerschlechteste Standort. Ich habe aber den besten schon gefunden. Schön. Ach, einmal mit Profis. Ja, okay, gut. Dann, was machen wir? Abbauen oder was? Noch nicht, weil wir müssen erstmal den neuen Standort sozusagen herrichten. Also das hier ist unsere Raffinerie. Die stellt Plastiline und Epoxidharz her.
Okay. Und dafür braucht die das, was diese Pumpen herst also hier aus dem Boden holen. Und dafür brauchen wir Leerfässer, weil damit die das aus dem Boden holen können, brauchen die A Strom. Ne, das hier ist nämlich ein Stromgenerator. Und Ja. sie brauchen Fässer. Und aus den Fässern wird dann, was stellen die her? Petroleum, glaube ich. Ne? Genau. Und aus dem Petroleum kann dann die Raffinerie Treibstoffe machen, die einen besseren Brennwert hat, nämlich Benzin, Kunststoff, Epoxidhart. Biodiesel habe ich nicht ganz verstanden, weil Biodiesel wird aus Fett von Tieren hergestellt. Das klingt geil. Ich weiß jetzt nicht, was daran Bio ist, aber naja. Ich kümmere mich drum. Ich hatte schon mal ein bisschen Epoxidhart und so weiter hergestellt, weil damit wir das Ding hier gut betreiben können, brauchen wir ja auch Strom. Ganz ehrlich, was Ja. hältst du davon, wenn wir einfach 100% Bio sind? Also ich wäre mal einfach 100% Bio. Was? Ja, nicht was? Das ist doch geil. Alter, wie viele Tiere willst du denn töten, damit wir genug Treibstoff aus Biodiesel haben, der übrigens auch, glaube ich, noch schlechter in der Qualität ist? Wie viel hat der? Ja, das ist doch 50.000? Na egal. Wir gut, wollen wie uns doch hier um Benzin. die Umwelt kümmern. Ach, geh mir doch mit der Umwelt nicht auf den Sack. Die tut doch nichts für uns. Hast du dich schon mal gefragt, was die Umwelt für dich tut? Die lässt alles aussterben. Ich habe hier Stunden verbracht, diese scheiß neuen Pflanzen zu kultivieren. Ja, das Einzige, was ich mache, ist abholzen. Anzünden. Genau. Und wenn ich fertig bin, weißt du, was dann passiert? Dann musst du dich darum kümmern, dass wir wieder Tiere haben. Ja klar, was soll ich denn machen? Soll ich mit dem Ah. Schaf bumsen oder was? Ach, das ist ja. So. Ich mach mal eben die Ist Karte ja nichts auf. Neues. Ne, eben. Ja. Such mir mal eben den Punkt mit dem Oel. Wo ist denn Oel? Oel. Und dann zeige ich dir mal, wo wir hin müssen. Gerne. Siehst du, ich fall schon wieder drauf rein. Ja, das ist gar nicht so einfach, Alter. Ja? Ich denke, ja, wir haben doch Ich hier den nehme einen perfekten Schluck. Punkt. Da unten muss ich hin. Da. Da. Ja. Ready? Ja. Dann follow me, please. I follow you. Bock, 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 bock. Mann, der fällt aber auch manchmal ein bisschen grob. Ja. So hat er gemacht, so. Naja, der ist halt perversen. War das nicht hier irgendwo? Fuchs. Du hast die Gans gestohlen? Hier. Hier, in dieser Senke, ja, Ja. ist letztlich der ideale Standort. Wo bist du Ja. denn? Da. Der ideale Standort für unsere Ölpumpen. Okay. Guck mal, hier Okay. ist sogar ein Pilz gewachsen, den ich da hingebaut habe. Cool, Ja, ne? cool. Wie viel Prozent? 52% Überlebenschance, ne? Ist doch schon mal was. Gut. Ja, Was ist und das hier für ein Busch? George Bush. Okay, der liegt hier auf dem Bauch, ne? Das sind seine Pohaare. Richtig. Ist ja jetzt alleine, nachdem seine Frau verstorben ist. Ja, dann kann man so Witze mal machen. Ja, ich hoffe, du bist traurig. Das ist immerhin eine Ex-First Lady der United States of America, die da einfach verstorben ist. Einfach. Zweifach. So, also meine Idee ist, dass wir das hier herstellen als schöne Fläche. Das heißt, ein bisschen begradigen, ein bisschen Steine abkloppen, Bäume müssen natürlich weichen. Und dass wir das hier schön großflächig, weil hier ist auch zum Beispiel noch Kohle, die kann man gut verwenden, und das hier großflächig an unser Straßensystem anbauen. Und interessanterweise, du bist orientiert, du weißt, wo unsere Straße ist. Gar nicht so weit weg. Das ist nämlich genau der Vorteil, wenn man nämlich hier so schön gerade hergeht, dann kommen wir nämlich in den Bereich unserer Straße. Da ist es schon. Von hier kann man sie schon ganz gut sehen. Na, da ist dieser Haufen, da vorne ist die Ecke. Und das heißt, Ich wir müssen sehe die das auf der Straße, Karte. gut, und wir müssen die Straße ein bisschen verlängern, hier oben Knick und hier hinbauen. Und das wäre so eine der nächsten Aufgaben fürs Let's Play. Für Ja, dich. geil. Ich mache den langweiligen Scheiß nicht mit. Geil. Geil. Hast verstanden? Geil. Tschö. Das ist geil. Ja. Ja. Der rennt echt weg. Ey, es ist dunkel. Ja und? Und da ist Küss. ein Wolf. Ja, komm, greif an. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Ja, ich habe mich schon drum gekümmert. Oh, hat der Junge keinen Pfeil mehr. Und der Danke. Wolf hat einen Pfeil im Auge. Guck mal, wie schön der da runterhängt.
Der ist schon am Ausbluten. Lass doch ruhig so hängen. Ja, warte, 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 warte. Ich häng schon das wieder an ist, so einem Baum boah, Alter, fest. Scheiß der hat den Fall so ins Auge gekriegt. Das ist ein gutes Thumbnail, oder? Warte mal, alt, was war denn das? Ich mach mal den Bogen weg. Alt, Z, ne? Also ich hab nur unter Druck. Hast du Druck? Ja, aber ich speichere mir das, ich hole mir da die Thumbnails doch immer aus dem Video raus. Mm-hmm.